Wir sind bei einem neuen Booster angekommen, bei einem neuen Core-Set, bei einer neuen Edition, bei einem neuen Standard. Ja, Core-Set 2020 ist da. Bei euch wird es jetzt schon etwas länger da sein. Ich habe mir die hier jetzt gerade frisch gekauft. Und zwar das allererste Mal, dass ich Core-Set 2020 öffne. Was haben wir hier denn? Eine Treasure? Oh, so. So, eine Treasure. Ich habe mir die im Endeffekt nur geholt, nur gerade angeguckt, weil hier erklärt wird, was Tapping ist. Ich versuche das gerade mal in die Kamera, ohne dass das komplette Licht bricht. Was zur Hölle? Okay, lassen wir das. Wir haben hier einen Treasure Token. Voll geil. Die Token sind anders. Die Token sind voll hübsch. Naja, wir haben an Karten hier einmal Raise the Alarm, zwei Mana, wir kriegen 2-1-1 Soldier. Antizipieren, oh ja, warum müssen sie diese Karte jetzt immer drucken, nur mich zu ärgern? Anticipate. Oh Gott. Zwei Mana instant, man guckt auf die obersten drei Karten seines Decks, nimmt eine davon auf die Hand und legt den Rest unter das Deck. Ist eine gute Karte, es wird viel zu wenig gespielt, ich weiß nicht, warum so wenig gespielt wird. Healer of the Glade, ein Mana 1-2, wenn er ins Spiel kommt, kriegt man drei Leben. Was ist das denn? Uiuiui, was war das denn? Inspire Charge, 4 Mana, Instant. Kreativ und kontrolliert, kriegen plus 2, plus 1. 6 Mana, 5, Death Touch. Der ist doch genauso in Dominaria. Ist das, das ist ein Reprint aus Dominaria. Wow. GG, danke. Danke, Ursatz. Danke. Naja. Brightwood Tracker, 4 Mana, 2, 4, 6 Mana, 6 Mana tappen. Man kann sich die obersten 4 Karten seines Decks angucken, man kann eine Kreaturkarte davon auf die Hand nehmen und den Rest unter die Bibliothek legen. Bestimmt voll cool im Standard, aber sonst, nee, nicht mein Pfeil. Oh mein Gott, oh mein Gott, coming down is the best part. 4 Mana, 3, 2, Dagger Sail, Aeronaut, oh Gott. Solange es unser Zug ist, hat das Ding fliegend. Geil, geil, ich liebe Goblins. Sleep Paralyze, 4 Mana, verzaubert eine Kreatur und wenn die Karte ins Spiel kommt, tappt ihr die Kreatur und die Kreatur enttappt nicht während des Tappungssegments. Thick Crasher, Trample, 4 Mana, 4-3 und andere Elemental haben Trample, habe ich mal mit Trample auch ganz gut. Und Murder, 3 Mana, Destroy Target Creature, ist mittlerweile auch sehr oft vertreten. Ember Hauler ist für 2 Mana 2-2. Man kann ihn opfern, um einen Schaden an irgendeiner Kreatur zu fügen. Den gibt es denn besser? Ah ne, Any Target. Okay, Any Target ist immerhin auch Gegnergesicht. Okay. Dann Erdmantel. Oh, so alt wie die Zeit selber. 5 Mana 4-4 fliegend. Schön. Und Scamping Scorcher. 4 Mana 1-1. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt man rote Elementarwesen-Token. 2 Stück. 1-1er. Und die kriegen Elementals, you control gain Isle bis zumindest so. Okay, das ist gar keine mehr schlechte Karte. Und unsere Rare ist, was bist du denn? Loxodon Life Chanter. 6 Mana, 4-6, wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt man Leben in Höhe der totalen Verteidigungsstärke aller Kreaturen, die man kontrolliert. Okay. Und für 6 Mana kriegt er plus X, so bei X die Anzahl der Leben sind. Oh, das ist gut. Boah, das ist richtig cool. Tatsächlich ist das cool. Ich will das spielen. Ich mag Life Gain. Life Gain war halt immer schon so mein Ding. Naja. Und unser Land ist... Oh, sie haben wieder diesen Zeig reingenommen. Ja, Tranquil Grove. Ja, das ist unser Rare. Ich bin eigentlich zufrieden. Ich finde, ich habe keine Ahnung, was noch so im Set drin ist. Ich habe mich tatsächlich nicht über das Set informiert. Da war ich einfach viel zu lange nicht in den Boostern drin. Und ja, ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Oblexate. Ciao, ciao.